Wir werden heute, liebe Geschwister, über die Hälfte der Religion sprechen. Wir werden heute, liebe Geschwister, über die Hälfte des Imans sprechen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu diesem Thema, dass es nämlich die Hälfte der Religion ist und eine andere Überlieferung, die Hälfte des Imans. Beide Überlieferungen sind von At-Tabarani überliefert worden und Imam Al-Albani, rahimahullah, sagte, dass diese beiden Überlieferungen Hassan sind. Dass das also verwertbare Überlieferungen sind. Worum kann es heute gehen? Ein Thema, wo der Prophet dazu gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass die eine Hälfte At-Taqwa ist und die andere eben dieses Thema. Die eine Hälfte die Taqwa und die andere Hälfte dieses Thema. Liebe Geschwister, es geht um das Thema Ehe im Islam. Heirat, Ehe im Islam. Allah Ta'ala erfordert im Koran Verantwortungsträger auf. Und die Korangelehrten haben festgehalten, dass dies beispielsweise die Väter sind, ja, die Mütter sind, aber auch Reiche, die Möglichkeit haben, den jungen Ehesuchenden finanziell unter die Arme zu greifen. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 24. Sure, im 32. Vers, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ und verheiratet die Ledigen unter euch. Und verheiratet die Ledigen unter euch, diejenigen, die noch nicht verheiratet sind. Das ist ein Befehl. Wie der Befehl zum Gebet, wie der Befehl zum Fasten, wie der Befehl zur Zakat und zur Gebetswaschung und so weiter. Das ist eine Verpflichtung, die auf dieser Gemeinde liegt, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, weil Allah ihm dies mitgab, dass die Ehe die Hälfte der Religion ist, ad-Din, und die andere Überlieferung sagte, von al-Iman. Und wenn wir um uns herum schauen, sehen wir zwei grobe Schwierigkeiten, zwei krasse Probleme in unserer Gemeinde. Das erste Problem, dass viele junge Heiratssuchende oder Heiratssuchende, die schon etwas älter geworden sind, es schwierig haben, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Und zum anderen, wenn sie dann verheiratet sind, dann gibt es andere Sorten von Schwierigkeiten, nämlich Eheschwierigkeiten. Aber die sind in der Regel besser als die Schwierigkeiten, die man hat, als Suchender. Und wenn wir in diesem Bereich versagen, oder keinen vollen Erfolg haben, dies macht die Hälfte unserer Note aus, unseres Notendurchschnitts. Ja, kennen wir, sind jetzt auch kurz vor Zeugnissen, ja, und da haben wir ungefähr 10 Fächer, da zählen wir alle Noten zusammen und teilen durch 10, das ist unser Durchschnitt. Wenn du in Sachen Taqwa eine 1 hast, aber in Sache Ehe eine 5, dann ist was deine Durchschnittsnote? Ja, 5 plus 1 geteilt durch 2, hast du eine 3 als Durchschnittsnote. Ja, dann nur noch befriedigend. Aber heutzutage, liebe Geschwister, diese Rechnung 5 plus 1, die konnte man vielleicht damals in Medina, in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, machen. Aber heute sieht es ein bisschen anders aus. Denn wer in der heutigen Zeit entweder nicht verheiratet ist oder aber Schwierigkeiten zu Hause hat und dann in einer Welt ist, die viel von ihm fordert, an Stärke, an Standhaftigkeit, auch gegenüber Verführungen, aber auch Stärke gegenüber diesem Leistungsdruck, der in der Gesellschaft da ist. Und in einer Zeit, wo wir Muslime stark unter Druck stehen, international wie national, lokal, dann ist es schwierig für diese Person in Sachen Taqwa zu bestehen. Weil damals in Medina, man ist als Frau, man ist als Mann rausgegangen, unverheiratet, und man hörte den Adhan, man ging in die Moschee, man ging auf den Markt, es gab einen züchtigen, einen schamhaften Umgang. Es gab Gutes, was einem leicht gemacht wurde, und das Schlechte wurde einem sehr schwer gemacht. Wir leben heute in einer Gesellschaft, da wird das, wozu der Islam auffordert, wird schwer gemacht. Und vor allem auch von uns schwer gemacht in diesem Bereich.
Denn dies ist ein Bereich, kein Nicht-Muslim, ja, greift dort ein und zwingt uns dazu, dass wir entweder nicht heiraten oder bei Eheprobleme haben, oder? Das heißt, es ist unsere Verantwortung. Da können wir nicht mit dem Finger nach draußen zeigen, sondern da müssen wir auf uns selbst zeigen. Und da ist es wichtig, dass wir nach vorne kommen, liebe Geschwister, dass wir uns zu diesem Bereich Gedanken machen. Den Bereich, der die Hälfte des Dienstes ausmacht, den Bereich, der die Hälfte des Imans ausmacht. Und in der heutigen Zeit, wie gesagt, wenn dieser Bereich nicht steht, ist es schwierig, im anderen Bereich, im Bereich der Taqwa, die volle Eins zu bekommen. Weil man braucht eine starke Basis. Und die Familie ist die Basis des Einzelnen, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, diejenigen von euch, die das Vermögen haben, die Mittel haben zur Heirat, die sollen heiraten, denn dies schützt das Auge und schützt die Keuschheit, schützt das Geschlechtsteil. Und diejenigen, die das nicht haben, die Mittel, das Vermögen zu heiraten, die sollen fasten. Aber wenn wir ehrlich sind, wer von uns hat heutzutage Lust auf Fasten? Mal ganz ehrlich, abgesehen vom Pflichtfasten. Aber wenn das nicht zur Verpflichtung gemacht wäre im Ramadan, wer von uns würde 29 oder 30 Tage fasten? Fragen wir uns, wie viel fasten wir denn außerhalb des Ramadans in den 11 Monaten? Relativ wenig. Das heißt, wir müssen zurück zum Ersten, zu den Mitteln, zum Vermögen, zu heiraten. Wir müssen diese Mittel, dieses Vermögen, diese Fähigkeit, wenn wir es nicht haben, erarbeiten. Wir müssen dorthin kommen, fähig zu sein. Und da möchte ich euch aus der Erfahrung in der Gemeinde folgende Punkte mitgeben, liebe Geschwister. Die Vorbereitung, fähig zu sein, ist vor allem eine im Kopf und im Herzen. Man muss einen Charakter haben, der ehefähig ist. Einen ehefähigen Charakter. Aufgeteilt in zwei Bereiche in der heutigen Khutba. Das erste ist, liebe Geschwister, das allererste, liebe Geschwister, ist, dass man Verantwortung tragen kann. Kannst du Verantwortung tragen? Weil Ehe bedeutet eine Verantwortung, bedeutet keine lockere Bindung. Bedeutet, dass man Dinge tun muss in einer Zeit, wo man vielleicht keine Lust auf diese Dinge hat. Eben Verantwortung trägt. Und da sollen wir uns darauf vorbereiten. Ein jeder von uns sollte sich fragen, wie viel Verantwortung trage ich? In der Familie? Ja, frag dich, wofür bist du zuständig in der Familie? Beispielsweise dafür, dass du den Müll rausträgst oder Staub saugst oder einkaufst, sei es die Getränke. Wofür trägst du wirklich Verantwortung? Das heißt, es wird erledigt, ohne dass danach gefragt wird. Und regelmäßig. Frag dich im Bereich der Schule. Läuft man dir hinterher? Schon wieder keine Hausaufgaben gemacht? Und im Bereich des Studiums? Ja, schon wieder das Mäppchen nicht dabei und den Stift nicht und diese Aufgabe nicht gemacht? Wie viel Verantwortung trägst du für dich selbst? Oder sogar für andere? Dass du andere motivierst und sagst, ey komm, wir müssen jetzt lernen. Nö, ich will PlayStation spielen. Nein, jetzt wird nicht PlayStation gespielt. Komm. Ja, wie viel Verantwortung trägst du für dich bis zum Punkt, dass du selbstständig bist und dann weiter bis zum Punkt, dass du auch anderen eine Stütze bist. Motivationsmäßig, mentalmäßig. Ja, was wir Menschen brauchen. Und zum anderen Konfliktfähigkeit. Ich war gestern im Auto mit einem Bruder gewesen und wir haben uns die Nachrichten angehört. Und ich habe den Namen leider mir nicht gemerkt. Jemand, der zum Bahnstreik einen Kommentar abgab. Er hat drei Dinge festgehalten, was ein Schlichter in Sachen Bahnstreik braucht. Das erste war Verschwiegenheit. Dass man nicht immer mit allem, vor allem raus, also dass man nicht Geheimnisse sozusagen offenbart. Wenn man mit den Verstrittenen spricht, dass man am Ende nicht darüber spricht, was hat der gesagt und was hat der dazu geantwortet. Verschwiegenheit. Und das ist auch wichtig, wenn man Schwierigkeiten hat in der Ehe, als Ehemann oder als Ehefrau, dass man nicht sofort ja, den Hörer hochnimmt und sagt, ja Mama und Papa, dies ist passiert und der hat mir das gesagt und dann habe ich dies geantwortet und dann war der unverschämt. Ja? Weil am Ende kommt das Problem raus
und dann kann man es nicht mehr wieder einfangen. Ja, das ist ein Monster, was man rauslässt, was man später nicht wieder einfangen kann. Weil am Ende ist dann vielleicht der Vater beleidigt. Ja, und dann ruft er beim anderen Vater an, ey, was hast du hier, was dein Sohn und das deine Tochter? Und dann, nein. Behaltet erstmal das Problem bei euch. Dann ist es noch klein, aber wenn ihr es loslässt, dann ist es ein großes Monster, was ihr nicht mehr einfangen könnt. Verschwiegenheit. Und das andere, Geduld. Die Dinge lösen sich nicht innerhalb von Sekunden. Kann man nicht einfach ausmachen den Computer und dann neu hochfahren, dann ist wieder alles in Ordnung. Manche Schwierigkeiten, die sich in der Ehe ergeben, die bedürfen einiger Tage oder einiger Wochen, bis es wieder besser wird. Geduld. Seid ihr geduldig? Ramadan ist auch ein Trainingsmonat dazu, weil er einem diese Geduld, diese Standhaftigkeit auch lehrt. Und das dritte, Empathie. Du musst dich auch in die anderen hineinversetzen können, wie sie die Welt gerade sehen, was sie gerade verletzt, damit du einen Konflikt auch wieder lösen kannst, zur Zufriedenheit aller, zumindest bis zu einem Grad, dass man einen Kompromiss, ja, einen mittleren Lösungsweg für alle findet. Ja, das hat jemand, wer hat das gesagt gestern? Derjenige, ganz wichtiger Mann, ja, der im Radio ein Interview gab zum Thema Bahnstreik. Ich habe den Namen wieder, wie gesagt, nicht mir merken können. Er sagte, diese drei Dinge sind wichtig. Verschwiegenheit, Geduld und Empathie. Dann kann man Konflikte lösen. Dann kann man Verstrittene, ja, lösen. Und Allah Ta'ala ist weise, wenn die Ehepartner das Eheglück als selbstverständlich annehmen, und Allah Ta'ala nicht mehr dafür danken, ja, und alles wird zur Routine, dann gibt Allah Ta'ala einen kleinen Streit in die Ehe und dann, oh, damals war es so schön, ja, lässt die Leute wieder dafür arbeiten, dass es besser wird und dann ist die Ehe wieder wie neu, Alhamdulillah. Ja, das heißt, manche Ehestreitereien sind auch ein Geschenk von Allah, dass es noch schöner ist, als es vorher war oder dass man die alten Zeiten praktisch wiederbelebt, auch durch den Dank und durch die Mühe, die man wieder in die Ehe investiert hat. Ein weiser Mann sagte, die Ehe ist ein Gebäude, was täglich neu aufgebaut werden muss. Ja, du baust auf, so ein, ja, kann man sagen, Kartenhaus, und dann, ja, über Nacht musst du es wieder neu aufbauen, immer wieder neu aufbauen. Und dazu muss man, wie gesagt, diese Konfliktfähigkeit haben. Das heißt, der Charakter muss A, Verantwortung tragen können und B, konfliktfähig sein. Sehr wichtig, liebe Geschwister. Und ein weiterer Vorbereitungsschritt sind die Eltern. Die Eltern sollten hinter, vor und an den Seiten stehen von einem. Nicht, dass man die Eltern informiert und am Ende die Eltern sind überrascht und fühlen sich vielleicht verletzt und fühlen sich nicht mit einbezogen und irgendetwas passt ihnen nicht am Vorschlag, sondern sofort die Eltern vorbereiten. Das heißt, wenn ihr jetzt 17, 18 seid, oder 2022 und ihr wollt in 2 Jahren heiraten, dann fangt jetzt an, mit euren Eltern Gespräche über dieses Thema zu führen. Damit ihr 2 Jahre lang Zeit habt, sie von dem zu überzeugen, was für euch wichtig ist. Ja? Weil die Eltern sind dann später, darüber werden wir auch sprechen, wichtig in Sachen Hand anhalten. Wenn ihr um die Hand eine Frau anhaltet und Mama und Papa sind nicht dabei, was soll dann die Familie denken? Ich sage euch, was sie denken wird. Sie wird denken, der ist noch nicht mal seiner eigenen Familie treu. Warum sollten wir ihm unsere Tochter geben? Ja? Oder umgekehrt, wenn die Tochter sozusagen mit der Familie verstritten ist, ja? Warum sollten wir ihr unseren geliebten Sohn geben, wenn sie noch nicht mal gegenüber ihrer eigenen Familie treu ist? Wie will sie dann noch eine neue Familie mit unserem Sohn oder mit unserer Tochter gründen? Ja? Wenn sie keinen Respekt und keine Liebe für ihre Mutter und für ihren Vater, oder wenn er keinen Respekt und Liebe für seine Mutter und für seinen Vater, ja, deutsche Sprache, schwierige Sprache, ja, hat, wie soll er dann mich als Schwiegervater oder mich als Schwiegermama lieben und respektieren? Seht ihr? Ja, das heißt, die Eltern müssen automatisch im Boot sein, psychologisch. Ansonsten wird es sehr schwierig. Das heißt, zur Vorbereitung, dass man sich ehefähig macht, gehört seinen Charakter aufbauen, vor allem in Sachen, was nochmal, ich habe es jetzt vergessen, inshallah habt ihr es nicht vergessen, Verantwortung tragen und zum anderen, dass man konfliktfähig ist. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle nach Hause gehen könnt, Riyadus Salihin aufschlagen könnt, den Mushaf, den Koran aufschlagen könnt
und eure Bücher und ihr werdet finden in der Sunna zum Thema Verantwortung tragen. Und ihr werdet finden im Koran und in der Sunna zum Thema Konfliktfähigkeit und wie man in Konflikten sich verhält. Das ist ein Bestandteil unserer Religion, der uns dies gelehrt hat. Die Religion, die auch keinen Bereich im Leben ausgelassen hat. Weiter sollte man sich selbst gut kennen und einen Plan für die Zukunft haben. Man sollte wissen, was man will und wer man ist, weil darauf aufbauend weiß man, wen suche ich und wer passt zu mir und wer passt nicht zu mir. Das heißt, man sollte wissen, ja, wo möchte ich später mal leben. Ja, vielleicht gibt es einige von euch, die in die Heimat ihrer Eltern zurückkehren wollen. Ja? Oder die hier nur zum Studium oder zur Arbeit sind und bereits planen, oder in ein ganz anderes Land später mal auswandern wollen. Oder vom Stadt ins Land, was manchmal auch wie ein Länderwechsel ist, ja, ziehen wollen. Wo möchte ich später leben? Wann möchte ich Kinder bekommen? Ja, einige Fragen sind auch etwas interessanter für die Frau. Ja, vielleicht hat sie noch gewisse berufliche Pläne, studientechnische Pläne. Wann möchte ich Kinder bekommen? Wie viele Kinder möchte ich bekommen? Auch so Alltagsdinge wie wird der Haushalt geführt? Ja? Ibn Taymiyyah, möge man mit ihm zufrieden sein, er sagte, es gibt Gelehrte, die sagen, die Frau hat keine Verpflichtung, den Haushalt zu führen. Und andere große Gelehrte halten fest, dass wenn der Mann Geld hat, zu den Fixkosten zählt, dass er die Haushaltshilfe für die Frau bezahlt. Ja? Da habe ich auch zum Thema geschrieben, wer da die ganze Information haben möchte, geht einfach auf meine Homepage, monayo.de. Und Ibn Taymiyyah hat auch festgehalten, dass es Gelehrte gibt, die eine Verpflichtung für die Frau festhalten. Das heißt, da ist ein bisschen durcheinander. Er selbst hat gesagt, die Frau ist verpflichtet gemäß dem Brauch und ihrer jeweiligen individuellen Beschaffenheit. Was lernen wir daraus? Das muss abgesprochen werden zwischen Mann und Frau. Ja? Das ist nicht so eine Sache, die ganz detailliert mit Punkt und Komma im Koran und in der Sunna erwähnt wurde. Sondern Koran und Sunna, ja, sind dort mehrdeutig, beziehungsweise ist es der Brauch, das, was gewöhnlich ist, was normal ist unter den Menschen, was diese Sachen regelt. Nur die Schwierigkeit ist, haben wir hier in Frankfurt einen Brauch? Schaut euch mal um. Ja? Wir haben hier jede Schattierung in Sachen Hautfarben. Vom ganz Weißen, ja, der die Sonne noch nie gesehen hat, das ist doch vielleicht, also ihr wisst, wie ich es meine, ganz liebevoll. Ja? Vom ganz Weißen bis zum ganz Schwarzen ist alles dabei. Alhamdulillah. Das ist auch die Schönheit des Islams und die Schönheit der muslimischen Gemeinde. Ja? Haben wir hier einen Brauch, der diese Dinge regelt? Nein. Sogar aus den Ländern, aus einem Land, wo Geschwister herkommen, in diesem einen Land gibt es verschiedene Bräuche. Vom Norden und vom Süden und von der Stadt und vom Dorf. Alles verschieden. Das heißt, darüber muss man wirklich sprechen. Das gehört zum Lebensplan dazu. Wo lebe ich? Wann will ich Kinder bekommen? Wie viele Kinder will ich bekommen? Wie sieht es mit dem Haushalt aus? Ja, wie wird der Haushalt geführt? Auch gerade ganz speziell im Bezug auf die Frau. Weil der Mann, das Leben vom Mann ist ganz einfach. Dass die Frauen das jetzt mal an der Stelle wissen, der Mann sagt, ja, ich werde arbeiten gehen, dann werde ich nach Hause kommen, dann würde ich gerne eine warme Mahlzeit haben und dann am Wochenende verbringen wir Zeit mit der Moschee, mit der Schwiegerfamilie, mit der Familie und mit den Kindern und bereiten uns ein bisschen auf den Montag vor, das ist mein Leben. Das wird euch jeder Mann sagen, ja, zu 99%. Das ist das Leben vom Mann, der geht arbeiten und dann am Abend gibt es eine warme Mahlzeit und am Wochenende Kinder, Familie und vielleicht ein bisschen Hobby und Moschee und dann fängt die Woche wieder von vorne an. Aber bei der Frau ist es ganz anders. Vielleicht möchte die Frau arbeiten. In einem Bereich, der auch für die Muslime sehr wichtig ist. Ja? Bereiche wie Erziehung und Bildung und Pflege und Medizin und Beratung und religiöses Wissen und religiöse Arbeiten. Das sind alles unverzichtbare Bereiche für Muslime. Ja? Alles unverzichtbare Bereiche für Muslime. Wo wir auch aufgrund gewisser Regeln, ja, verlangen, dass es Frauen gibt in diesem Bereich, die in diesem Bereich Verantwortung tragen. Weil ansonsten gibt es zu nahe Beziehungen zwischen Männern und Frauen dann letztendlich. Ja? Da muss die Frau wissen, ja, wer sie ist und wer sie sein möchte und was ihr Plan für die Zukunft ist und sich dann
dementsprechend ja, einen Mann, man sagt ja, die Frau sagt, also man sagt, die Frau ist die, die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Das heißt, sie schnappt sich den Mann, aber auf eine Art und Weise, dass der Mann es gar nicht mitbekommt. Auf eine Art und Weise, dass der Mann denkt, er hat die Frau geschnappt. Also zur Heirat jetzt, okay? Ja? Das heißt, so muss dann die Frau denken. Nach welcher Art von Mann suche ich? Gemäß meinem Lebensplan. Und dann am Ende sind alle Dinge klar. Wenn man das aber nicht klar ausdrückt, dann heiratet man. Am Ende merkt man, Moment, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, wer den Haushalt macht. Ja, ich habe gedacht, das macht der Mann muss das extra Geld für eine Haushaltshilfe einstellen. Der Mann sagt, nee, das spare ich für den Urlaub. Sagt er, nee, Urlaub ist nicht verpflichtend, aber ich will hier eine Haushaltshilfe haben. Das sind meine Gelehrten, die das so sagen. Dann sagt der Mann sagt, ich habe aber ganz andere Gelehrte. Ja, und dann hat man schon eine Krise, die man nicht haben braucht, wenn man die Dinge im Vorfeld klärt. Auch so wie das mit den Familien aussieht, wie oft verlangen die Familien, dass man besucht wird und wo macht man Urlaub, in welchem Heimatland etc. oder ursprünglichen Heimatland. Das sind alles Dinge, die müssen vorher geklärt sein. Das heißt, man soll wissen, wer man ist, wonach man sucht. Da ist aber auch sehr wichtig, liebe Geschwister, dass man nicht alles zu einer absoluten Pflicht macht. Ja? Er muss blaue Augen haben. Ja, was ist, wenn du einen Mann findest, liebe Schwester, der alles andere erfüllt, bloß hat keine blauen Augen? Dann kauf ihm Kontaktlinsen, kein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst ein bisschen flexibel sein. Die Ehen vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, lehren uns auch, ein weites Spektrum zu haben. Ein weites Spektrum zu haben. Er hat Frauen geheiratet, Khadija, Allah Ta'ala möge mit ihr zufrieden sein, sie war 15 Jahre älter als er, war vorher zweimal verheiratet, hat aus beiden Ehen Kindern mit in die Ehe mit dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gebracht. War auch eine selbstbewusste Frau, die eine Meinung hatte und ja, die ihn auch aufgebaut hat, also die ihm diese Unterstützung gab, diese mentale Unterstützung in ganz knallharten Zeiten. Ja? Aber viele Männer in der heutigen Zeit, die Frau, wenn sie nur einen Monat älter ist als er, ja, schon vorbei. Ja? Oder wenn sie nur 2-3 Jahre jünger ist als er, schon vorbei, kommt gar nicht mehr in Frage. Ja? Aber auch umgekehrt bei den Frauen. Ja? Viele Frauen, ja, machen es alles ganz eng, wollen unbedingt einen älteren Mann heiraten, obwohl vielleicht, ja, ein etwas jüngerer Mann, obwohl es auch passen könnte, versteht ihr? Das heißt, man sollte wirklich wissen, was muss sein und wo kann man noch ein bisschen handeln? Ja, wo kann man auch ein bisschen flexibel sein und aufeinander neu zukommen? Und was für die Brüder ganz besonders extra wichtig ist, was jetzt die Frauen nicht betrifft. Liebe Brüder, ihr braucht einen lückenlosen Lebenslauf. Es muss dokumentiert sein, was ihr wann, unter welchem Chef, unter welcher Firma gemacht habt. Einen Lebenslauf des Fleißes. Ja? Weil ansonsten stellt sich die Familie die Frage, ja, warum hat er jetzt 5 Jahre lang nichts gemacht? Ja, Arbeitsmarktsituation sehr schwer. Ja, aber es gibt Leute, die haben immer Arbeit. Ja? Oder es gibt Leute, die machen unbezahltes Praktikum, aber Hauptsache, die sind in Bewegung. Versteht ihr, was ich meine? Die haben keine Zeit für Dummheiten, weil sie eben arbeiten oder irgendwo unbezahlt Praktikum machen oder sich irgendwo weiterbilden. Ja? Und wenn nicht, dann haben sie vielleicht mal einen Monat, 2 Monate intensiv in der Moschee mitgeholfen. Ja, und sich um Sauberkeit und Ordnung und Reinheit gekümmert und 60 Seiten vom Koran auswendig gelernt. Weil das ist das, was der Vater einer Frau, ja, der Tochter, die ihr heiraten wollt, letztendlich sehen will. Ist der beständig? Ja? Denkt an die Geschichte von Musa alaihi salam. Wie kam er zur Heirat? Durch seine Arbeit. Der Musa alaihi salam hat immer gearbeitet, auch wenn er vollkommen erschöpft war. Ja? Und er suchte nicht nach Geld. Diesen beiden Frauen, denen hat er geholfen, dass sie ihr Vieh tränken können. Und er hat nicht nach Geld gefragt, obwohl er hat gerade in dem Moment alles gebraucht. Hat zu Allah Ta'ala gebeten, oh Allah, egal was es ist, ich brauche es.
als er in dieser Lage war, als er aus Ägypten fliehen musste. Ja? Wie heutzutage leider auch einige Geschwister. Und dann sah er, zwei Frauen brauchen Hilfe. Da hat er nicht gesagt, hier, was gebt ihr mir, sondern hat sofort geholfen. Und das führte ihn letztendlich dazu, dass er eine Frau geheiratet hat. Ja? Das heißt, arbeitet, seid fleißig in der Schule. Wenn ihr jetzt fleißig in der Schule seid, wenn ihr jetzt eure Hausaufgaben macht, wenn ihr jetzt noch die Extraaufgaben macht, wenn ihr jetzt euch gut für eure Arbeiten vorbereitet und in den Ferien auch mal ein, zwei Stunden lernt und euch weiterbildet, ja? Das alles ist Teil eures, ich bereite mich gerade auf die Heirat vor, Plan. Damit ich in 5 Jahren den Schwiegerpapa, meinen möchtegern Schwiegerpapa, sofort überzeuge. Und das ist prophetische Lehre. Der Prophet Mohammed hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ihr in die Berge geht, ja? Und nach Brennholz sucht. Und Arabien ist jetzt gerade kein waldreiches Land, liebe Geschwister. Das ist harte Arbeit. Erstmal in die Berge zu gehen und dann nach Brennholz zu suchen und das zu tragen, zurückzukommen. Ja? Und dann den Leuten Brennholz anbieten. Ja? Wo es nicht immer nötig ist, dass man ein Feuer braucht. Ja, in Mekka ist nachts ist es auch nicht so kalt. Ja, in Medina ist es wiederum anders. Das ist besser, als wenn ihr vor Allah euer Gesicht verliert, hat er gesagt. Und ich versuche immer, wenn der Prophet damals von Kamelen gesprochen hat. Und was habt ihr mit Kamelen zu tun? Wir brauchen Beispiele aus der heutigen Zeit. Ja? Das sind so die Luxuskarossen, so Mercedes-Benz und BMW und ja, diese ganzen so Audi, diese, ja? Das ist so ein, ja? Das ist ein Kamel damals gewesen. Und was dieser Beruf Brennholz sammeln in der heutigen Zeit? Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? An die Leute, die Pfandflaschen sammeln. Kennt ihr die Leute, die Pfandflaschen sammeln? Wir sind so unterwegs mit mehreren Tüten und Fahrrad und so. Subhanallah, so etwas erinnert mich daran. Diese Leute wahren ihr Gesicht. Die wollen nicht betteln. Sag ich, ja, ich suche danach. Ja? Und dann kassiere ich. Diesen Biss müssen wir haben. Diesen Biss müssen wir alle haben. Und am Ende sind wir auch fähig, Schwiegerpapa zu überzeugen. Ja, weil wir haben ein gewisses Startbudget. Für die Waschmaschine, für die Geschirrspülmaschine, ja, für die Ersteinrichtung, ja, für eine ganz kleine, bescheidene Feier, für eine etwas höhere Brautgabe, vielleicht für eine schöne Hochzeitsreise, die man mit einer Pilgerfahrt verbinden kann, dass man beispielsweise Umrah macht oder Hajj macht. Ja. Was aber auch schrecklich ist, muss man an dieser Stelle sagen, dass wir in Sachen Brautgabe übertreiben in der heutigen Zeit. Ja, einige übertreiben, die wollen gleich, was weiß ich, 50.000 Euro oder so. Ja, wo sollen die 50.000 Euro herkommen? Ich hätte Angst vor demjenigen, der 50.000 Euro auf den Tisch legt. Woher kommt das Geld? Ja? Woher kommt dieses Geld? Und das macht dann die jungen Leute kaputt und dann am Ende passiert, was passiert, ohne dass diese eine Ausrede dafür haben, aber man hat Halal nicht leicht gemacht. Man hat Halal nicht leicht gemacht. Was wir aber brauchen, liebe Geschwister, ist das Mittelmaß. Ja, was der Mann in die Ehe investiert, für die Ersteinrichtung der Wohnung, für die Brautgabe, vielleicht für eine kleine Hochzeitsfahrt, Hochzeitsreise etc., ja, das ist ein Zeichen seiner Ernsthaftigkeit und ein Zeichen seiner Großzügigkeit, dass er das auch ernst meint. Ja, weil ansonsten ja, heiraten will eigentlich jeder. Ja, aber wer will auch Verantwortung für die Ehe tragen und wer hat auch das Gefühl, in 10 Jahren mit der Frau verheiratet zu sein? Ja, das ist derjenige, der sagt, hier, ich bin ernst, ich meine es ernst. Hier ist, dafür habe ich jahrelang gespart. Ja? Und rechnet mal aus, wenn ihr 2 Jahre lang einen 400-Euro-Job habt und ihr gebt 200 Euro aus und 200 Euro spart ihr. Was habt ihr am Ende nach 2 Jahren? Das ist eine Menge Geld. Rechnet 24 mal 200. Ja, damit kann man schon was anfangen. Zumindest man kann seine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen. Sagen, ja, Schwiegerpapa, guck mal, seit 2 Jahren arbeite ich. Ja? Das habe ich gespart. Und ich war in der Schule gewesen. Und ich habe mich auch noch weitergebildet bei der Volkshochschule. Und in der Moschee war ich auch. Und ich kann schon 60 Seiten vom Koran auswendig. Ja, kannst ja gerne mal den Imam anrufen. Kannst ja gerne mal meinen Chef anrufen, wo ich meine 400 Euro verdiene. Dass ich immer da bin. Auch wenn ich manchmal ein bisschen Schnupfen und Kuchen und Husten und so weiter habe. Ja, ich bin zuverlässig. Dann sagen sie, Mashallah, so den will ich als Schwiegersohn haben. Ja, aber ansonsten ist das relativ schwierig, meine lieben Geschwister. Lass uns an der Stelle
Allah Ta'ala um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, ihr seid motiviert zu heiraten und ihr bereitet euch jetzt gerade vor. Und ihr sagt ja gut, aber wie geht's denn weiter? Ja, wir wollen jemanden finden, den wir heiraten können. Ich sage euch, aufbauend darauf, dass ihr ja mit euren Eltern die beste Beziehung habt zu diesem Thema. Zumindest eine gute, befriedigende oder ausreichende Beziehung, was das Thema Ehe anbelangt. Ja, dass es ausreicht, um ja, dieses Thema Ehe irgendwie zu regeln. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Der beste Weg, einen Partner, eine Partnerin zu suchen, ist suchen zu lassen. Und zwar von der Familie. Weil dies ist die beste Visitenkarte. Dies ist der beste Weg, dass Mama oder Papa suchen gehen. Ja? Weil dann ist die Familie, die man überzeugen möchte, ja, die hat einen Botschafter auf Augenhöhe. Da kommt kein 20-Jähriger und sagt, ich will deine Tochter heiraten. Und sagt, was, wer bist du überhaupt? Wo kommst du überhaupt her? Bist du vom Himmel gefallen? Wer sind deine Eltern? Was machst du im Leben? Ja? Sondern da kommt jemand auf Augenhöhe. Sag, ja, für eine ehrenwerte Angelegenheit möchte ich dich sprechen. Lass uns mal Tee trinken. Ja? Mein Sohn, meine Tochter, und dann kann man viel, dann können die Eltern sich kennenlernen. Ja? Und am Ende helfen die. Ja gut, das unterstütze ich. Ich bin mit 5.000 Euro dabei. Nein, ich bin mit 7.000 Euro dabei. Nein, dann bin ich mit 9.000 Euro dabei. Ja? Und die Eltern, es gibt zwei Faktoren, die ihr berücksichtigen müsst. Und das sind vielen Sachen. Erstens, die Person, die für euch sucht, muss euch lieben. Und die Person, die für euch sucht, muss euch kennen. Euer guter Freund, der liebt euch vielleicht, aber der kennt euch nicht so gut. Ja? Und manche kennen euch gut, aber die lieben euch nicht richtig. Aber wenn ihr jemanden vorgeschlagen bekommen wollt, dann von einer Person, die euch liebt und kennt. Ansonsten, ja, ist das nicht sicher. Da gibt's wird das Risiko größer. Und gerade diese beiden Faktoren sind in der engen Familie gegeben. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ja, die nur das Gute für einen wollen und einen gut kennen und darauf aufbauend einen passenden Partner finden können. Und der Prophet sagt auch, sallallahu alaihi wasallam, dass man al-akifa heiraten sollte. Passende Leute heiraten, ja, die passenden sollten zueinander finden. Gut, und wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, dass die Väter wie in der heutigen Zeit wie damals Omar war, Omar, ihr kennt alle Omar, stimmt's? Ja? Der riesengroße Mann, der sich überall durchsetzen konnte in der Jahiliyyah und als er Muslim war, wurde. Er hat für seine Tochter, die Teenagerin gewesen ist, einen Mann gesucht. Wisst ihr, ja? Kennen wir die Geschichte, dass er rumging und Osman gesprochen hat und Abu Bakr gesprochen hat und gesagt, ja, wie wär's, können wir das irgendwie, ihr könnt euch mal kennenlernen, gucken, dass er der Funke rüberspringt und dann heiratet ihr, ja? So müssen die Väter heutzutage auch sein und die älteren Brüder heutzutage auch sein und die Onkel heutzutage auch sein. Ja? Oder was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass sich dann die Töchter und Nichten, ja, und Schwestern selbst auf die Suche machen. Gefällt euch das? Ah, ja, da kommt irgendwie was hoch bei euch, gell? Weil das ein bisschen schwieriger ist, weil das mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ja, dann sucht doch selbst, gemäß dem Vorbild von Omar, radiallahu anhu. Wenn dieser Kernkreis aus irgendeinem Grund nicht fähig ist, oder wenn es nicht möglich ist, aus irgendeinem Grund, der meistens ein schlechter Grund ist, dann gibt es den nächsten Kreis, der einen fast so sehr liebt wie die Kernfamilie und fast so gut kennt, nämlich die engen Freunde. Die sollen dann auch suchen. Ja, du hast einen guten Freund, der verheiratet ist. Der Freund soll sich, ja, soll seiner Frau erklären, was du für ein Typ bist, und vielleicht hat sie in ihrem Freundinnenkreis eine passende Schwester für diesen Bruder. Und erst danach, liebe Geschwister, wenn diese beiden Ringe nicht stehen aus irgendeinem Grund, nicht fähig sind, dann erst kommt ihr zu einer Gemeinde,
Ja, tragt dort 1-2 Jahre Verantwortung in Sachen, was auch immer eure Stärken sind. Und dann nach 1-2 Jahren, dann sprecht mal den Imam an. Oder jemand, der Verantwortung trägt, sagt, ja, kennst du vielleicht jemanden, der zu dir gekommen ist, der jemanden zur Heirat sucht? Ja? Und dann kann der Imam oder der Verantwortungsträger auch mit einem gewissen Vertrauen auch sagen, ah, den kenne ich seit 2 Jahren. Ja? Ansonsten wird er sich eher zurückhalten wollen. Ja, weil er will keine Empfehlung geben, die dann am Ende auf ihn schlecht zurückgeführt wird. Ja? Ja, der Imam, der hat gesagt, die ist voll in Ordnung. Ja? Aber die hat eine Pfanne nach mir geschmissen. Ja? Was ist das für ein Imam? Ja? Dann, versteht ihr? Diese Schwierigkeit sollte dann umgangen werden oder beseitigt werden, indem man halt länger in einer Gemeinde Verantwortung trägt. Und meistens ist es so, liebe Geschwister, wenn ihr 1-2 Jahre irgendwo Verantwortung tragt, Leute kommen zu euch hin. Das ergibt sich. Dann hat man dort diesen Freundeskreis, dort diesen Bekanntenkreis und Leute kommen zu einem hin, ja, und sagen, ey, du, ja, wie sieht es eigentlich aus? Ja? Ist ein langes Thema, stimmt's? Aber kein langweiliges, nehme ich an. Inshallah werden wir das auch in den nächsten Freitagspredigten fortsetzen, weil das sind wichtige Themen, wie ich immer wieder feststelle, weil ich immer wieder zu diesen Themen auch angerufen werde und gefragt werde. Ich merke, dieses Allgemeinwissen ist in unserer Gemeinde zu diesem Thema nicht so, wie es sein sollte. Weil Allgemeinwissen heißt, dass alle das wissen. Ja? Die Leute rufen mich nicht an und sagen, ja, wie mache ich Wudu? Wie mache ich meine Gebetswaschung? Warum? Weil das bekannt ist. Aber auch in diesen Fragen Heirat sollte das Wissen so bekannt sein wie zum Bereich Gebetswaschung und die nötigen Bestandteile eines verpflichtenden Gebets. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennen, die wir nicht kennen, dass du uns vergibst, und zu den Erfolgreichen zählen lässt, in diesem Leben wie auch im nächsten. Dass du die Unterdrückten und Bekriegten befreist, O Allah. Dass du ihnen zur Selbstbestimmung verhilfst, O Allah. Auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, bitte heile die Kranken und bitte verheirate die Unverheirateten. Und bitte segne die bestehenden Ehen. Und bitte helfe uns, unsere Kinder gemäß dem zu erziehen, was dich zufrieden macht, O Allah. O Allah, bitte helfe uns, dass wir teilen das, was wir haben, von unserem Wissen, von unserer Herzlichkeit, von unserem Vermögen, dass das, was wir übrig haben, dass wir es spenden, gerade in Zeiten der Not, oh Allah, Allahumma Amin. Oh Allah, bitte lass uns alle leben und das Ramadan-Fest erleben dürfen und den Ramadan fastend verbringen und betend verbringen, oh Allah. Und verbringen so, dass wir die Familienbande wieder pflegen und unsere Freunde wiedersehen und uns gegenseitig stärken auf deinem Weg, oh Allah. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und bitte schenk uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir Zuflucht und Schutz gesucht hat, O Allah. Allahumma amin. O Allah, wir sind deine Diener. Wir bedürfen deiner Rechtleitung. Wir bedürfen deiner Gnaden. Tagtäglich, in jedem Moment, O Allah. Bitte lasse unsere Herzen uns niemals von dir abwenden. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi Muhammad.